Wir produzieren heutzutage täglich Oldtimer. Naja, zumindest was heute vom Band läuft, wird in 30 Jahren als Oldtimer gelten. Das ist eigentlich ein guter Markt, das heißt, die Oldtimer gehen nie aus. Zumindest denkt man das. Warum aber nicht alle als Oldtimer überleben und was man dagegen tun kann und wie schwierig das Ganze ist, darüber sprechen wir jetzt mit Henrik Rathje, dem Präsident des Deutschen Oldtimer-Clubs. So rum. Ich habe es gerade schon angesprochen. Oldtimer müsste ja eigentlich, dürfte nie ausgehen. Ist aber trotzdem gar nicht so einfach. Warum? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass die Definition von Oldtimer sich sehr stark anlehnt an die Voraussetzung für das H-Kennzeichen. Damit verbindet man das immer. Und für das H-Kennzeichen brauchen wir ein Auto, was mindestens 30 Jahre alt ist und weitestgehend im Originalzustand. Es ist also richtig, wenn Sie sagen, ja, es wachsen ja immer Oldtimer nach, aber es ist auch nicht so, dass diese Oldtimer oder dass diese Autos automatisch nur durch das Alter zum Oldtimer werden. Es gehört auch ein gewisser Pflegezustand dazu, eine gewisse Originalität. Und da scheiden sich dann sozusagen die alten Karren von den Oldtimern. Jetzt ist es ja so, wenn ich zum Beispiel bei einer Oma in den Schrank gucke. Die Oma hat ja, glaube ich, von quasi vor dem Krieg noch irgendwelche Sachen rumstehen. Bei mir ist es so, nach 2 Jahren, was ich nicht benutze, schmeiße ich raus. Ist es bei Autos auch so und ist es dadurch ein größeres Problem, auch wirklich die irgendwo noch zu finden, so einfach, ja, die zu haben, diese Autos? Also, grundsätzlich kann man sagen, dass die Lebensdauer eines Autos immer länger wird, denn die Autos sind heute einfach besser produziert als früher und deshalb überleben sie auch länger. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Bestände von dem Zeitpunkt, wo sie produziert wurden, immer abnehmen, weil gewisse Autos rausfallen, kaputt gehen und verschrottet werden. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, und dieser Zeitpunkt war eigentlich immer so um die 30 Jahre, wo die Bestände auf einmal wieder größer werden. Und das hängt zusammen mit dem H-Kennzeichen, mit der Oldtimerei. Da fängt dann an, der Liebhaber das Auto wieder aus dem Winterschlaf, wo auch immer es sein sollte, in der Scheune oder alte Autos, die Händler noch haben, die werden reaktiviert und dann fangen auf einmal die Bestände wieder an zu wachsen. Also ich habe jetzt letztes Jahr gerade mein allererstes Auto, das war ein VW Polo, möge er in Frieden ruhen, habe ich abgeben müssen, war kaputt. Aber selbst wenn er jetzt noch gefahren wäre, ich hätte ja gar keinen Platz gehabt, den noch irgendwo aufzubewahren, sagen, hier komm, ich baue dem ein Denkmal, eine Garage, da bleibt er drin und Baujahr 2004 war es, also 2034 hole ich ihn wieder vor. Wie findet man denn jetzt als deutscher Oldtimer-Club solche Autos? Ich meine, ehrlich gesagt, ein Polo hätte sich für mich jetzt auch gedanklich einfach nicht als Oldtimer irgendwie gehalten. Ja, und das geht wahrscheinlich uns allen so. Also wenn wir an Oldtimer denken, dann denken wir vielleicht an sowas wie ein Jaguar E-Type oder so aus den 60er Jahren oder frühen 70er Jahren. Ein wunderschönes Auto, von dem, ich glaube, in allen Serien 75.000 Exemplare gebaut wurden. Aber es ist richtig, wenn wir auf das Alter 30 Jahre gucken, dann reden wir eben auch über einen Golf 2 zum Beispiel. Der Golf 2 ist ab 83, glaube ich, produziert worden und insgesamt nur in der Serie über 6 Millionen Mal. Das heißt, ja, es bleiben viele von diesen Autos übrig, aber gemessen an der Produktionszahl dann doch nicht so viele. Trotzdem ist es natürlich ein gewisses Problem, dass dieses Bild, was wir im Kopf haben vom Oldtimer, sich ein bisschen entfernt von der Altersgrenze 30 Jahre und den Autos, die jetzt aktuell gerade nachwachsen. Golf 2 zum Beispiel. Ein weiteres Problem ist ja auch das Thema Abgase, Stickoxide und so weiter. Wenn man das jetzt hier so hört, auch im Hintergrund, das sind ja andere Motoren, so ein V8-Sauger oder so, da will man gar nicht wissen, was der alles hier rausballert. Kann das auch sein, dass das in Zukunft ein Problem wird, auch fürs H-Kennzeichen, dass sie sagen, okay, Golf 2, das hatte man 6 Millionen Mal, das ist jetzt kein Kulturgut mehr. Kann sowas passieren, eben weil wir jetzt so viel Masse haben? Ja, das ist aus meiner Sicht wirklich ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Es ist völlig richtig, was du sagst. Der Oldtimer sollte definiert sein als automobiles Kulturgut.
Das ist vielleicht nicht bei allen Golf 2 so, die überlebt haben. Viele davon werden alte Schrottkarren sein und auch die Umwelt verpesten so ein bisschen. Da muss man sicherlich neu denken. Und ich bin gespannt, wie das in der Politik aufgegriffen wird und wie sich die Diskussion um das H-Kennzeichen entwickelt. Das ist ja gerade die Ausnahme von zum Beispiel der Abgasuntersuchung, weil wir hier ein automobiles Kulturgut haben. Und das ist eben kritisch bei diesen großen Produktionszahlen, die jetzt nachwachsen. Wir warten es ab, der 45. Oldtimer Grand Prix, der läuft gerade noch. Den lassen wir jetzt auch noch ein bisschen laufen und hoffen wir, dass wir in 5 Jahren immer noch hier sitzen und immer noch dieses Kulturgut so dröhnen hören können. Vielen Dank. Richtig knattert, ja. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.